Guten Tag, auch willkommen, Schadewende, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit Norwegen. Und ich habe noch Flottenstationierungsrechte mit diversen Ländern und das kostet mich monatlich Geld, ich weiß. Ich habe es aber noch nicht gekündigt, denn ich wollte jetzt erstmal schauen, wer mir da noch so die Hand hält, wenn ich jetzt Dänemark den Krieg erkläre. Wer ist denn alles mit dabei? Frankreich hält sich mal wieder raus. Die dummen Mistkerle, das ist echt das Allerletzte. Da habe ich eben mit denen bis zum bittersten Ende, habe ich da durchgekämpft. Oh, und jetzt wollen die noch nicht mal mitmachen. Wir warten noch 2-3 Monate, bis wir auch ein ganz, ganz klein bisschen Geld haben. Und bis vielleicht die eine oder andere Kolonie noch selbst erhalten ist. Vielleicht ein Monarchan. Ah, das wird noch ein bisschen dauern. Wo sind gerade meine Diplomaten? Der integriert, der ist in Holstein. Ne? Die würden aber mitmachen. Hol ihn mal zurück. Ja, eben, das macht doch nichts. So. Wir warten noch ein kleines bisschen. Russland will einen Provinzanspruch auf ACTA fingieren, oder was? Unmut schüren und so weiter. Mhm. Der Agent wurde entdeckt und aus dem Land gewiesen. Sollen wir Geldreformen erlassen? Wir verlören Einstabilität und erhielten einen +3 Verwalter. Oder wollen wir 3 Punkte Inflation erhalten? Es gibt eine nationale Entscheidung mit einem +3 Meisterpräger, aber ich glaube, ich kann momentan auch noch ohne. Die reduziert sowieso nur die Inflation, deswegen ist es egal. Wir haben sowieso nicht so einen hohen Inflationswert. Du Mistbacke. Na komm. No, okay, komm, dann machen wir es jetzt. Ups. Du kannst nicht da durch, weil da ein Schiff steht. Wo ist eigentlich meine Riesenflotte hin? Hätte ich mal genauer gucken sollen. Ah ja, da, alles klar. Ab hier rüber. Wir haben schon die erste Seeschlacht gewonnen, cool. Mal gerade mit der Geschwindigkeit runter. Russland kommt bestimmt gleich wieder mit der Mega-Armee. Aber der Olaf, der kann mal gerade hier hin. Nimm die neunmal mit nach Viborg. Der Tollak, der ist halt gut in der Belagerung. Das könnte der vielleicht relativ schnell schaffen, wenn wir ein bisschen Schwein haben. Wir werden auf jeden Fall direkt versuchen, Neva zu belagern. Eroberung von Lolland. Und hoffentlich wird es diesmal mit der kompletten Annektierung enden. Ah, halt. Baden, Brandenburg und Japan müssen wir ja auch noch kriegen. Igitt, igitt, igitt. Überall den Alten, verlieren wir wieder ein Prestigewert. Okay, Russland hat irgendwie ganz, ganz schnell 20 Schiffe daher gezaubert. Ich weiß jetzt nicht, wie die da hingekommen sind. Aber Sören, du musst dich darum kümmern. Lass aber mal die Galeeren. Genau, lass die Galeeren schon mal dahin segeln.
Und den Rest kannst du ja auch mal so schon versuchen da zu regeln. So. Einmal verbinden, Truppen abladen und runter nach Brandenburg. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, wie verlässlich da. Nach Kexholm will er, okay. Ja, ist gebombt. Schade, wir haben nur ein Schiff erobert und sonst haben wir da gar nichts gerissen. Aber dann reparieren wir die Schiffe zumindest mal. Ja, okay. Guck mal, wo will er jetzt hin? Nach Viborg. Lauf mal ganz schnell darunter. Ein Befehlshaber ist gestorben, na toll. Wer war's? Ach shit, das war der. Ja. Okay. Schlacht bei Brandenburg gewonnen, gut. Ab da hoch, das war der plus 3 Belagerungsheini. Okay, erste Schlacht gegen Russland gewonnen. Irgendwie mal wieder nicht die Truppen vernichtet. Ich weiß nicht wie. Ja, du bleibst mal hier stehen. Und du bekommst noch einen neuen Anführer. Helias Norheim. Schön. Müssen wir mal gucken, wo haben wir denn noch Truppen stehen? Lauf mal du vielleicht sogar hier hoch. Ja. Ah, was machen denn die Osmanen eigentlich jetzt? Machen die schon irgendwas? Ich kann mal nur nichts sehen. Aber wir sollten das nach Möglichkeit halt ausnutzen. Dass Russland momentan so eine niedrige Manpower hat. Ist es Osmanische Reich mit irgendjemand anderem im Krieg? Nö, ne? Was zum Geier? Warum haben die nicht mitgemacht? Die standen doch auf. Ja! Jetzt muss ich das alles selbst ausfechten. Wir schauen mal, was wir da so spaßigerweise hinkriegen. Na, das wird ja eine dolle Wurst. Und jetzt kriege ich sie auch nicht mehr mit dazu. Jetzt kriege ich sie auch gar nicht mehr mit in mein Bündnis mit rein, weil der Krieg ja schon so lange her ist, ne? So, wo will er jetzt angreifen? In Neva. Das ist gut. Das ist gut. Da kriegt er nämlich einen schönen Malus. August. 26. an.
Da geht was. Befehlshaber ist gestorben. Ja, geil. Natürlich. Machen wir doch einfach alle platt. Machen wir doch einfach alle platt. Jetzt kann ich momentan keinen neuen holen, weil ich mir das für ein Gewaltmaß sparen muss. Es könnte sein, dass ich ihn brauche. Okay. Und er kommt am 28. August in Kexhormann. Perfekt. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ja, er will es aber wissen. Er will es doch nicht wissen. Halt, bleib da. Beziehung verbessert mit Frankreich. Gut. Beziehung verbessern mit dem Osman. Wir können auch das Bündnis auflösen. Wenn sie eh nicht mitmachen, sind sie für mich wertlos. Dann kosten sie mich nur diplomatische Macht. Okay, ich muss mal gerade schauen, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss warten, bis ich die dänischen Provinzen besetzt habe, damit ich das nochmal genau gucken kann. Also wenn ich sehe, dass ich noch einen zweiten Krieg führen muss gegen Dänemark, dann werde ich, glaube ich, wirklich hingehen und das Bündnis behalten. Ansonsten werde ich es nicht behalten. Sag mal, jetzt mein Admiral ist auch tot. Das große Sterben, Grötsterf, oder wie man das auch früher, oder Grotsterf, wie man das im Mittelalter genannt hat. Ja, ist okay. Ich komme noch ein bisschen ohne General aus. Aha, wo bist du noch auf einmal her? Österbotten, 28. 3. November, ein bisschen wenig, ne? Auch im Gewaltmarsch brauchst du bis zum 3. November. Das ist ein schlechter Witz. Das ist, weil sich die Armee anschließt. Nein, es ist einfach so. Okay. Dann mach's halt. Dann mach es halt. Schade, ich krieg Hexholm nicht. Ja, ja, you do your thing und ich werde deine Jungs wieder da hinten aufrollen müssen. Wie sieht's geldtechnisch aus? Sieht eigentlich gut aus. Ich habe eigentlich null Bock auf Söldner. Eigentlich keinen Bock auf Söldner. Ja, wahrscheinlich werde ich aber trotzdem noch welche brauchen. Belagung von Neva war erfolgreich. Das ist nice. Das ist sehr nice. Okay, du gehst jetzt hier hoch und rollst ihm hinterher alles auf. Du belagerst hier und du wirst hier die Position einnehmen. Gut.
Du wirst am 7. Dezember in Olonez ankommen, alles klar. Ach, guck mal da, da ist ja noch einer. Und du bist direkt wieder zurückgekommen. Das ging aber fix, Junge. Das ging aber fix. Dann lauf du mal hier lang. Ich kaufe mir noch einen Kardinal. Ich glaube, das kaufe ich für einen Dollar. Und, Burgunder eine umkämpfte Nachfolger, ja. Ja, nur ein Punkt. Militärische Macht ist echt nicht so gut. Das hat mich echt viel gekostet. 1. Januar, 11. Dezember. Nee, war 16. Dezember. Das gucken wir uns mal an. Kexholm, 22. Dezember. 28. Und er bleibt jetzt stehen. Du dann aber auch. Ich habe keine Flussüberquerung oder sowas, ne? Gut. Ein Marsch hinterher. Na komm. Jetzt könnte die Verstärkung mal langsam ankommen, ne? Okay, Ludwig. War ein bisschen teuer, das da jetzt. Mir fällt gerade was ein. Ja, ich könnte jetzt doch ein paar Söldner gebrauchen. Einfach nur zum Aufreiben dieser nervigen Truppen da hinten. Mach irgendwie halt alles so. Und die halt möglichst nah dran. Okay, eine Runde Söldner. Danke, ich weiß. Ja, du gehst nach Jämtland. Du machst den Einmarsch aus. Ja, du müsstest eigentlich jetzt mal langsam alles zusammenbröckeln, ne? Ja, alles ab nach Jämtland. Ich weiß nicht, nee, das ist mir zu weit im Norden, da will ich nicht hin. Das ist mir zu weit weg. Diese Scheiße in Karelien, das geht mir so auf den Sack. Das ist immer das Gleiche. Auf einmal steht dann so eine fette Armee da drin, die kommt dann hier. Aus Cholomogory oder irgendwie wie das heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin erstens in Geografie eine Null und zweitens
Im Russischen auch, ja. Also bitte habt Verständnis dafür, dass ich das absolut nicht kann. Schade, 12. April, der ist weg. Eingeborene verlieren Aggressivität. Greifen wir den Söldner da drüben an. Nächste selbsterhaltende Kolonie, schön, alles klar, das ist gut. Dadurch müssten wir jetzt auch wieder mehr Geld machen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ziemlich viel sogar. Cool, 38, irgendwas. Sparen wir uns noch eine Sekunde. So, er will jetzt nach Neva. Am 18. Mai kommt er an, 17. Mai kommst du an, das ist ganz gut. Am 28. Mai kommst du an und 10. Juni kommst du an. Nein, du Depp, du musst da runter. Es lohnt sich nicht, nee, es lohnt sich nicht, bleib da stehen. Und dann zack, ziehe die 7-Meilen-Stiefel an, läuft wieder einmal außenrum. Ist ja so klar, ne? Okay, du gehst ab nach Kexholm. Nee, warte, doch nicht. Warte, du gehst ab nach Kexholm. Belagerung von Brandenburg war erfolgreich. Gut, schön. Friedensangebot aus Brandenburg. Was bieten sie denn an? Verträge mit Dänemark kündigen, 180 Dukaten zahlen. Ich bekomme 3 Prestigepunkte dafür. Wenn ich mit Brandenburg einen Separatfrieden schließen würde, für das. Das mit dem Verträge aufkündigen, das ist nicht so wichtig. Nee, das ist Quatsch. Mit Polen kannst du die Verträge auch noch direkt aufkündigen. Und dann kannst du mir noch deinen Handelseinfluss übertragen. Okay, in Lappland haben wir erfolgreich gekämpft. Frieden ist akzeptiert. Ist auf dem Weg nach Karelien. Da weiß ich ja, was du davor hast. Nee, mach den Einmarsch aus, aber lauf nach Viborg wieder hoch. Ja, weißt du was, bleibt vielleicht doch hier. Genau. Der will jetzt nach Lappland. Bleib doch da mal in deiner befestigten Stellung. Der braucht nämlich, genau, der braucht bis zum 1. August. Das ist mehr als ein Monat. Da machst du hier nochmal noch eine Einheit Blauröcke. Machst du mir nur einen in der Finnmark und einen in Österbotten. Ah ne, warte mal, halt, das waren jetzt reguläre Truppen. Halt, das waren reguläre. Ne, nimm ruhig Söldner dafür. Söldner ist gut. Weil so viel Zeit habe ich ja, glaube ich, doch nicht. Wie lange dauerst du denn? Warum sehe ich das nicht? Ist nicht ganz ein Monat, ne? Ich habe nicht ganz einen Monat Zeit, ne? Mach's mal so. Und eine Einheit Dragoner geht auch noch. Und weißt du was? Den Mörser, den kannst du mir mal hier unten rekrutieren. So. Das könnte ganz gut gehen.
Jetzt will er nach Neva. Elfter Juni. In 2 Tagen. Das halte ich jetzt aber echt für nicht ganz, das geht nicht ganz mit rechten Dingen zu, oder? Ich komme am 12. an, aber ich habe Flussüberquerung. Kann ich vergessen, ist für ein Arsch. Ja, toll. Ausgekontert, ne? Dann machen wir es folgendermaßen. Du greifst hier unten in Neva auch an. Genau, du wirst auch direkt hierhin weiterlaufen. Und du lässt mal noch schön die anderen Armeen kommen. Ist nicht dein Ernst, ne? Wann kommst du an? 29. Das ist in 8 Tagen. Das kann knapp werden, ne? Okay, lauf du hier hin. Oh, wir packen es aber ganz gut, ne? Du brauchst ein bisschen zu lang. Mach ruhig ein bisschen schneller. Ja, das ist doch gut. So, dann machen wir da noch eine schöne Söldnerarmee hin. Komm, die Moral sollte nicht unbedingt brechen, ja? Ja, wir haben einen russischen Agenten entdeckt. Oh no! Okay, fein. Das sind 17 Regimenter, das ist nicht mehr viel. Mal den Gewaltmarsch aus dem Lauf so darunter. Ja. Er hat sich's überlegt, er läuft jetzt in die Finnmark. 25. 18. Das dauert ja, das dauert ja. 15. Können wir auch machen. Fangen wir ihn da ab. So, Brandenburg ist raus. Japan wird nicht raus wollen, schätze ich. Russland hat noch viel Kriegsbegeisterung, im Gegensatz zu mir, wo die Kriegsmüdigkeit schon relativ hoch ist. Aber ich glaube, das hat auch was einfach nur mit diesen vielen Schlachten zu tun, die ich hier ausgetragen habe. Ja, Neva will ich nicht. Kannst du behalten. Neva ist nicht so geil. Die sind wieder repariert. So, wo rennst du jetzt hin? Immer noch in die Finnmark. Wir haben Sjelland erfolgreich belagert. Na, also endlich mal gute Nachrichten hier. Ab nach Viborg. Und Lalland muss jetzt auch noch gleich kommen. 3. August in Neva. 6. August in Neva. Ja, das können wir aber machen, denke ich. Lass ihn kommen. Also auf offenem Feld haben wir die Russen bisher schon öfter besiegt. Oder haben wir Russland, sollte ich korrekterweise sagen, bisher schon öfter besiegt. Ja. Gucken, kann ich die irgendwie so als 4 Einheiten auswählen? Ja, gut. Du kannst ja ein bisschen später loslaufen, das müsste immer noch hinhauen. Und dann lauft ihr direkt dahin weiter. Und der Mörser auch. Der Mörser läuft auch dahin.
So, hier geht der Punk ab. Und wir haben die Belagerung von Lolland gewonnen. Oder Lulland oder Lolland. Wie es jetzt auch genau ausgesprochen wird, weiß ich leider nicht. Hier kann ich noch nicht durch. Das ist mal wieder dieser kleine Fehler, dass die Einheiten nicht laufen, weil hier kommt es ja noch zu einem Seegefecht und dann muss man halt eben erstmal warten. Aber jetzt kann ich gucken, ob es halt langt, ob ich schon in einem Friedensvertrag beide Provinzen fordern kann. Ja, 95% Kriegsstand allerdings. Das ist mir bisher noch nicht ein einziges Mal gegen Russland geglückt. Das habe ich nämlich ein einziges Mal geschafft. Bitte, bitte, bitte. Auf der anderen Seite sind wir jetzt schon bei 44, ne? Bei wem zieht's denn am stärksten an der Manpower? Hahaha. Russland freut sich. Nicht. Hahaha. 69.000 Mann Reserve nur noch. Bei uns 110.000. Ich würde sagen, da können wir das Bündnis dann mit den Osmanen auch aufkündigen. Das ist dann irgendwie nicht mehr so geilo wichtig. Es war ganz nett, es wäre schön gewesen, wenn sie sich auch daran an ihre Abmachung gehalten hätten, aber naja. Vielleicht noch ein andermal oder sowas. Weil das hier an welchen Religion wäre ich? Ja, Bündnis auflösen, bitte, ja. Da, aber lass mich mal gerade überlegen, die flüchten ja doch nicht alle, ne, oder? 10. August, 10. August, 10. August. Ich komme an am 22. Ne, Belager weiter. Was? Die Belagerung ist jetzt wieder rückgängig gemacht worden? Ich bin jetzt wieder auf 0? Fuck you. Oh, das ist aber dreckig. Das ist aber dreckig. Hier wird mit schmutzigen Tricks gekämpft. Laufen wir den mal nach Narva. Und du läufst nach Kexholm. Ah. 26. August und wir kommen an am 20. Hey, guck mal da. Direkt mit 25. Ja, ist super. Ist absolut super. Hat die Armee keine Moral mehr oder hat die keine Moral mehr? Ich glaube, sie hat keine Moral mehr. Gut, 20. August ist der raus. Wir sind gleich da. Fein. Fein, 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 fein. Jawohl. 17 Kriegsstand da. Okay, okay. Bleibt cool, Leute. Bleibt cool, Leute. Wir ownen sie. Wir ownen sie. Bleibt unkexon. Nee, warte. Lass den General da unten. Ich hab's mir anders überlegt. Du gehst nach Narva. Er ist jetzt wieder auf dem Weg nach Lappland. Am 21. Oktober wird er dort ankommen. Hast du ja schön gemacht, du Bettnässer. Und wir am 9. Ja, komm. Nimm die mit, jetzt fangen wir ihn ab. Und die Söldnerarmee, die kann ich ruhig verlieren, das ist mir egal. Okay, da haben wir die Seeschlacht gewonnen. Jetzt müssten die Jungs hier wieder frei sein. Nach Viborg. Ja, das scheint zu gehen. Ich wollte mal 25 Galeeren haben für da drüben noch. Und... warte mal, habe ich hier eben irgendwas falsch gemacht? Das waren Transportschiffe, ja. Okay.
Okay, perfekt. Den haben wir auch komplett vernichtet. Sehr schön. Wollen wir Ladoga noch haben? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es ist mir vor allen Dingen immer noch so ein bisschen schleierhaft, wie der immer so schnell da hinten durch diese riesigen, unwegsamen Provinzen durchkommt. Aber wahrscheinlich macht er Gewaltmärsche. Das müsste er eigentlich schaffen dann. Ja, die Bretagne, die wird ganz schön gewickelt von diesen republikanischen, aufständischen... Ach, nee. Ja, galizische Republikaner. Oh Gott, ich hoffe, das droht mir auch nicht. Also, das wäre nicht so geil. Vor allen Dingen nicht in Kriegszeiten. Ja, Russland. Wie sieht's denn aus? Willst du? Nee, komplette Annektierung willst du nicht. Oh, es ist bitter teuer. Das ist so bitter und teuer. Aber warte mal, ich brauche ich Lolland für meine... Ich kann, glaube ich... brauche ich Lolland für mein Ziel? Sjelland brauche ich und muss Kernprovinz sein. Sonst nehme ich nur Sjelland. Das geht, theoretisch. Okay. Ja, okay. Aber das sehen wir dann im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Macht's gut bis dahin. Farewell.